Geschichte, die lebt. Genauso ist es. Wir werden aus der Trias eine Trilogie machen, und zwar, wie wir glauben, eine wirklich ganz besondere Ausstellung, und möchten damit anknüpfen an der Ausstellung, der überaus erfolgreichen Ausstellung, der Karls-Ausstellung vor 6 Jahren. Sie erinnern sich sicherlich noch, auch da wurde Geschichte wieder lebendig. Vor genau 500 Jahren war es nun einer der wichtigsten Vertreter der Renaissance, die genau in Aachen Station gemacht haben, nämlich Albrecht Dürer. Und seine Zeitgenossen Leonardo da Vinci, Michelangelo oder auch Erasmus von Rotterdam, um nur 2 Künstler und einen Philosophen zu nennen, aus dieser prominenten Reihe, lebten zu dieser Zeit. Albrecht Dürer kam zur Krönung Karls V. nach Aachen. Ja, und mit der morgigen Eröffnung beginnt im Grunde wieder ein Karlsjahr, das dann zu guter Letzt mit der Ausstellung Albrecht Dürers in Aachen, der in Aachen war, im Sürmer-Ludwig-Museum im Oktober 2021 enden wird. Also ein ganzes Jahr feiern wir diese 3 Ausstellungen. Geschichte wird lebendig, weil wir Geschichte historisch, kritisch erzählen und auch illustrieren. Weil die Geschichte in Zusammenhänge gestellt wird und weil sie zu Bezügen gestellt wird. Das versuchen wir in unseren Ausstellungen, das werden Sie erleben in unseren Ausstellungen. Das passiert aber auch im Katalog, den ich einmal hochhalten möchte. Ein wunderbares Exemplar. Vielen, vielen Dank Ihnen, Herr Professor Pohle, an dieser Stelle schon als Kurator der Ausstellung, die wir nun gleich sehen werden und morgen eröffnen, aber auch an alle Mitgestalter dieses Katalogs, der wirklich sehenswert und lesenswert ist. Ich möchte noch so 2, 3 Sätze zum organisatorischen Rahmen sagen, denn es ist ja richtig, ursprünglich war eine Trias geplant. Trias Karl V., Bon Voyage und Dürer. Und die Pandemie, die Corona-Pandemie hat es uns halt vorgegeben, dass wir umswitchen mussten. Es gelang uns nicht gerade für die Albrecht-Dürer-Ausstellung, sämtliche internationalen Leihgaben zu bekommen und, Sie wissen, die Reiseeinschränkungen und Präsenzeinschränkungen unserer Gäste sind auch schwierig gestaltbar. Insofern haben wir gesagt, auch unter finanziellen Mehrkosten uns dafür entschieden, diese wirklich hochkarätigen Ausstellungen möchten wir in Aachen zeigen, möchten wir dem Publikum zum Genuss geben, und deswegen wird daraus eine Trilogie. Wir entzerren das Ganze, wie man das heute ja in vielerlei Hinsicht tut. Und diese 3 hochkarätigen Ausstellungen, also zeitversetzt, werden sie jetzt zu sehen sein. Und ganz ehrlich, als wir das zu Ende diskutiert hatten, hatten wir alle das Gefühl, ja, das hat auch Charme. Das ist auch schön, wenn man es über ein ganzes Jahr ziehen kann. Ich bin deshalb super froh und auch wirklich dankbar, dass wir es schaffen, diesen Kunstgenuss dem Publikum erlebbar machen zu können. Die 1. Etappe der Trilogie beginnt also morgen ganz pünktlich zum 500. Jahrestag der Krönung Karls V. Durch die aktuelle Lage, Sie wissen es, haben wir auf eine Eröffnungsfeierlichkeit, so wie wir es sonst immer gern gemacht haben, verzichtet zum Schutz unserer Gäste. Wir könnten es dann wirklich nur mit ganz wenigen Menschen feiern. Und da haben wir gesagt, das ist nicht so sinnvoll. Deswegen haben wir uns entschieden, ein freies Eröffnungswochenende zu gestalten. Das heißt, kostenfreier Eintritt Freitag, Samstag und Sonntag im Centre Charlemagne, damit niederschwellig und möglichst viele diese Schätze sehen können. By the way, das gleiche Setting werden wir dann auch im November im Ludwig-Forum so installieren. Auch da haben wir uns für ein freies, kostenfreies Wochenende entschieden. Also kein Eintritt, barrierefreier Eingang, und genießen Sie die Kunst. Denn der Schutz unserer Besucher und Besucherinnen steht natürlich an erster Stelle, und unser Personal wird helfen, die Gäste und Besuchergruppen möglichst gut zu steuern. Und darum kann ich an dieser Stelle schon um etwas Geduld bitten, sollte es dazu kommen, dass man nicht sofort ins Haus kann, wenn man es gerne möchte. Daher mein Appell, Online-Ticketing ist möglich,
Es hat auch schon großen Zuspruch gefunden, wie ich gehört habe. Es sind nahezu schon alle Tickets für das anstehende Wochenende verkauft. Aber mir ist ganz wichtig, natürlich geht auch spontaner Besuch. Kommen Sie, gucken Sie, und sobald Kapazitäten da sind, können Sie selbstverständlich auch in die Ausstellung. Alle Gäste sind herzlich willkommen. Man kann dann vielleicht für eine Viertelstunde, 20 Minuten in der Cafeteria erst ein Käffchen trinken und ein Stück Kuchen essen, aber ganz sicher dann auch in die Ausstellung gehen. Also herzlich willkommen, auch wenn es vielleicht ein paar Minuten Wartezeit bedeutet. An dieser Stelle ganz herzlichen Dank den Förderern. Sie wissen, ohne Gutes Zutun kann solche großen kulturellen Ereignisse nicht gelingen. Ganz besonderen Dank und allen voran der Peter und Irene Ludwig Stiftung für die großartige Unterstützung und der Regio IT. Auch da muss ich immer wieder sagen, verlässlicher Partner an unserer Seite. Und wir danken ganz herzlich für diese Zugaben. Herrn Professor Pohle und Team, danke für die Kuratorenleistung und für die Aufbauarbeiten, die Begleitung der Aufbauarbeiten. Ich finde, es ist wunderbar gelungen. Sie werden es gleich sehen. Herr Professor Pohle wird jetzt gleich inhaltlich noch weiter ausführen und uns dann durch die Ausstellung führen. Ja, und ganz besonders freue ich mich natürlich, dass niemand Geringeres als unser Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Schirmherrschaft für diese Ausstellungstrilogie übernommen hat. Wir haben ihn angeschrieben und er hat sofort zugesagt und freut sich, die Schirmherrschaft übernehmen zu können. Die Anreise, Sie wissen es, ist leider nicht möglich. Meine Damen und Herren, ich hoffe, dass die Kultur in unserer Stadt stark bleibt und dass sie breit gefächert bleibt und dass sie vielfältig bleibt. Denn wir wissen alle, wie dringend wir die Kultur brauchen. Denn Kultur macht den Unterschied. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Ich kann tatsächlich sagen, dass uns was erwartet. Es ist in den derzeitigen Zeiten ja nicht selbstverständlich, dass es das auch tatsächlich tut. Ich danke hier sehr dem Mut des Kulturbetriebs und der Stadt Aachen, das Projekt so durchzuziehen, den Mut der Förderer weiterhin bei der Stange zu bleiben und uns im Detail dann einfach auch mal machen zu lassen. Denn wenn wir so vor uns hinwurschteln, sind wir meistens am besten mit dem, was hinterher bei rauskommt. Also danke für die Rahmenbedingungen und wie gesagt den dabei erwiesenen Mut. Wir waren auch ein bisschen mutig selbst, denn bei dem, was Sie gleich erwartet, gehen wir auch über unsere üblichen Wechselausstellungsflächen hinaus tief in die Dauerausstellung ein. Und es ist, glaube ich, nicht so häufig, dass ein Museum und gerade ein Stadtmuseum hingeht und für ein solches Sonderausstellungsprojekt einfach mal Teile der Dauerausstellung mit überplant. Haben wir gemacht, weil wir es tatsächlich mit einem herausragenden Anlass auch für die Stadtgeschichte zu tun haben. 500. Jahrestag der Krönung Karls des V., morgen vor 500 Jahren. Warum ausgerechnet der? Warum ist der so wichtig? Wir haben ja knapp über 30 Krönungen in Aachen gesehen. Machen wir jetzt knapp über 30 Ausstellungen zu Krönungsjubiläen? Nein, machen wir nicht. Keine fünfte ragt da schon in deutlicher Weise heraus, aus verschiedenen Gründen. Erstens, das ist der Kaiser an der Epochenschwelle zwischen Mittelalter und Neuzeit. Erzogen in einem komplett spätmittelalterlichen System und losgelassen auf eine Welt, die sich rasant ändert. Also im Grunde habe ich mich da auch ein bisschen drin gesehen, als jemand, der noch in der guten alten analogen Zeit geboren ist und plötzlich in der digitalen Revolution steht und kein entsprechender Native ist. Also das ist keinem Fünften ähnlich gegangen in seiner Zeit. Es ist die letzte wirklich richtig große, komplette Kaiserkrönung, wenn wir so wollen. Also die, die auch den ganzen sakralen Rahmen hat vor der Reformation, bevor man gedacht hat, nee, alles, was so richtig katholisch ist, das fahren wir mal in der Nummer zurück, weil wir müssen ja mit den Protestanten im Reich auch weiterhin noch zusammenarbeiten können und so weiter. Also es ist die letzte wirklich große Krönung, wenn auch nicht die letzte Aachener. Es ist mit Sicherheit die prächtigste Krönung, aus der man immerhin gelernt hat, bei den nächsten Krönungen den Aufwand etwas zurückzufahren, weil das alles so furchtbar teuer war. Macht man dann auch tatsächlich.
Und es ist für Aachen zumindest, für die wirkliche Aachener Krönungstradition, die am besten dokumentierte und belegte Krönung. Wie gehen wir konkret vor? Natürlich fangen wir an mit Geburterziehung Karls des V. in den burgundischen Niederlanden, in einer französisch-burgundisch geprägten Kultur. Also seine Muttersprache ist Französisch. Spanisch wird er lernen, auch zur Perfektion lernen, wird seine Familiensprache sein in seiner Ehe. Wenn er mit seinen Kindern spricht, spricht er Spanisch. Latein ist nicht so sein Ding, also schon zu Schulzeiten, ach, lieber Jagd, lieber Turnier. Wenn es dann wirklich lateinisch wird, braucht er einen Übersetzer. Und auch das Deutsche ist eine Sprache, die ihm so eigentlich nicht liegt. Er soll mal gesagt haben, dass er mit Gott Spanisch spräche, mit den Männern Französisch, mit den Frauen Italienisch und Deutsch mit seinem Pferd. Also so richtig deutsch ist dieser deutsche Kaiser irgendwo nicht. Wenn wir ihn herangezogen haben, geht es in die Königswahl herein. Das ist eine durchaus aufregende Wahl, weil noch nie so schamlos die Gefallen und die guten Gaben hin und her geschoben wurden wie in diesem Fall. Er lässt sich seine Wahl zum deutschen König mit ja beachtlichen Gegenkandidaten um die 850.000 Gulden kosten, das sagt Ihnen wenig. Wenn ich sage, da liegen 2,3 Tonnen Gold auf dem Tisch, die heute, glaube ich, einen Wert von etwa 100 Millionen Euro hätten. Und wenn Sie das in Arbeitszeitäquivalente umrechnen, liegt da eine halbe Milliarde, die diese Krönung kostet. Dann ist das zumindest schon mal eine Hausnummer. Und als ihm die Kurfürsten ein erstes Regierungsprogramm schreiben und da auch noch reinschreiben, er möge doch was gegen das Großkapital unternehmen, hat das durchaus eine gewisse Finesse. Denn geliehen hatte sich die Summe hauptsächlich oder ausschließlich von Bankiers, hauptsächlich von Fugger, der sowas wie der Bill Gates seiner Zeit ist, also der reichste Mann der Welt, wenn man so will, und der sich das hat leisten können. Man kann das nicht vielleicht, also man muss es nicht Bestechung nennen, man kann auch sagen, es finden umfangreiche Interessenausgleiche statt, aber das zumindest handfest. Und am Schluss steht diese Wahl, weil die Kurfürsten auch meinen, es ist besser, einen Deutschen im Geblüt zu wählen, auch wenn der nur Deutsch mit seinem Pferd spricht, als einen Franzosen, selbst wenn der gut für sich Eigenwerbung gemacht hat. Dann haben wir ihn also gewählt, wir müssen ihn krönen, wir müssen ihn nach Aachen kriegen, dauert furchtbar lange, denn Karl wird in Abwesenheit gewählt, ist in Spanien und hat da innenpolitisch durchaus das Haus am Brennen, wie man sagen würde. Also es dauert über ein Jahr, bis er überhaupt nach Deutschland kommt, um seine Krone zu empfangen. Nach Aachen, was Aachen so um 1520 war, stellen wir natürlich vor. Und beinahe hätte diese Krönung auch in Aachen nicht stattgefunden, denn wir hatten die Pest. Und auch das vielleicht eine kleine Analogie zur heutigen Zeit. Beinahe hätte diese Ausstellung vielleicht auch und so. Ne? Pest heißt nur allgemein irgendeine Seuche. Man überlegt sich, soll man nach Köln gehen? Das ist ja auch eine schöne Stadt, so, das ist die Kathedrale des Koronators. Aber Karl besteht dann sehr auf Aachen. Es wird ein paar Mal hin und her verschoben, bis wir am 23.10. dann tatsächlich die Krönung hier in der Stadt erleben. Am Tag davor, also heute vor 500 Jahren, ist Karl hier eingezogen. Die Krönung stellen wir da, das Krönungsfest stellen wir natürlich auch da. Das sind die Dinge, die hier bei uns stattfinden, mit einigen Originalexponaten aus dieser Zeit. Natürlich ist der Krönungsmantel, den er wirklich getragen hat bei dieser Krönung, in unserer Ausstellung vorhanden. Es sind Geschenke vorhanden, die er sich selbst und anderen gemacht hat, wie es im Zuge eines solchen politischen Festes üblich ist. Also das ist die politische Feier, die er in seinem Leben erlebt, diese Königskrönung in Aachen. Und wenn man sich ans Ritual hält, muss er allein schon 3 bis 4 Pferde verschenken, bis er an der Kirche angekommen ist. Da ist genau vorgeschrieben, an welcher Stelle er wem was zu schenken hat. Und darüber hinaus schenkt er auch freiwillig weitere Dinge und sich selbst eine schöne Teppichserie, die dann 6 Jahre später fertig wird.
Wir entlassen ihn dann aus der Krönungsfeier ins Regieren und machen zumindest die Perspektiven auf, die diese Zeit ausmachen. Der Herbst des Mittelalters ist verblüht. Wir treten in die Neuzeit ein. Wir haben die sogenannte militärische Revolution, die da läuft. Also jemand, der als Ritter erzogen ist, muss sich jetzt damit abfinden, dass es Leute gibt, ganz einfacher Herkunft, die mit der Flinte aus dem Sattel schießen können. Was natürlich Bedeutung hat, auch soziale Bedeutung hat, was sich auswirkt auf das, was wir europäische Expansion nennen oder moderner die erste Globalisierung, die unter Karl dem V. richtig anläuft, ausgreifend nach Amerika mit allem, was da dranhängt. Wir haben die volle Auswirkung der Medienrevolution in dieser Zeit, also Gutenberg und die Druckkunst. So wie ich lernen musste, heißer, es gibt ein Internet, musste man damals lernen, heißer, es gibt Bücher und das in ganz großer und vieler Zahl und das ganze Bildungssystem wird eigentlich umgekrempelt mit dieser Entwicklung Buchdruck. Es entsteht eine Öffentlichkeit tatsächlich über das, was aus der Buchdruckerpresse kommt, die ganz tief eingreift in die Kirchenreform und dann in das, was wir Reformation nennen, was sich unter Karl ja entwickelt, was man nicht einfach dadurch zurückdrehen kann, dass man einen vermeintlichen Ketzer auf den Scheiterhaufen schickt, wie das 100 Jahre vorher noch ging. Das geht mit Luther einfach nicht mehr. Der ist viel zu bekannt, viel zu prominent. Wenn der einmal durch Deutschland zieht, hält er 30 Predigten. Die werden alle gedruckt, die kann man alle kaufen, die werden alle gelesen. Und das erzwingt schon ganz andere Umgehensformen miteinander. Wir sind in der Zeit, in der bei uns zumindest die Renaissance um sich greift, als tatsächlich erstmal kaiserlicher Kunststil. Also wer zum Lager des Kaisers gehört, der muss an seinem Schloss zumindest irgendeine Form von Renaissance-Erker realisieren, sonst gehört er nicht zum Club. Wir sind in der Zeit, in der die Wissenschaften aufblühen, in der die Ingenieurswissenschaften einen neuen Stellenwert sich erarbeiten, in der die Beobachtung, das Experiment eine viel größere Bedeutung bekommen gegenüber dem, mal gucken, was die Griechen so geschrieben haben, wird schon stimmen, der Zeit davor. Also wir sind in einer Welt, die sich ändert, in diesen 50 Jahren rasant ändert. Und wenn wir uns gleich anschauen, wie wird Karl der V. bei seiner Krönung 1520 dargestellt, wie wird er 1550 dargestellt, also so eine Generation später, da liegen Welten zwischen, künstlerisch, stilistisch. Das ist eine Zeit, die Änderungen mit sich bringt, vielleicht in einem Maßstab, wie wir es hinterher erst mit der Französischen Revolution wieder haben. Das als inhaltliche Klammer des Ganzen. Was erwartet Sie im Objektspektrum? Im Grunde das Ganze mit deutlichen Schwerpunkten im Bereich der Druckgrafik und der Buchdruckkunst. Wir hatten uns überlegt, was weiß man eigentlich als interessierte Öffentlichkeit über diesen Kaiser? Wenn man so Wikipedia anwirft, Karl V., dann kommen natürlich diese wunderschönen Bilder von Tizian. Da kommen diese ganzen großen Wandteppiche, aber wer hat die denn gesehen, tatsächlich? Tizians Karlsporträts sind nicht mal zeitgenössisch als Druckgrafik präsent. Also da müssen sie wirklich zu den Happy Few gehört haben, die in das passende Schloss vor die passende Wand gedurft haben. Insofern sind wir im Druckgrafischen bei dem, was bei uns als interessierter Öffentlichkeit vielleicht viel stärker angekommen wäre. Wir sind in Druckschriften, wir sind in den Porträts. Manchmal sehen die gar nicht aus wie Karl V., steht nur drunter, das ist er jetzt. Also es fällt uns leichter, sich eine Vorstellung davon zu machen, dass es den Zeitgenossen durchaus schwer gefallen sein muss, sich vorzustellen, was ist denn das für einer, der uns da jetzt beherrscht? Was wissen wir denn eigentlich über den? Wenn schon schwierig ist zu sagen, wie sieht er denn überhaupt aus? Das Problem hat Karls Großvater Maximilian schon gelöst, dadurch, dass er sich sehr stark hat typisieren lassen. Also wenn Sie Maximilian-Bilder sehen, der hat immer eine Riesenhakennase im Gesicht. Und wenn jemand in der Künstlerschaft es gut mit ihm meint und das Ganze ein bisschen gerade gezogen hat, hat er die Bilder zurückgeschickt, weil er meinte, nee, die Nase muss schon sein, das bin ich. Also da weiß jeder, das bin ich. Und bei Karl wird es dann dieser sehr lange Unterkiefer, den er ja auch tatsächlich hatte, durchaus auch
als deutliches Handicap wahrnehmen musste, vor allem dann im Alter, als das mit dem Beißen und Kauen so gar nicht mehr ging. Und, aber den hatte schon die ganze Zeit mitgenommen, also wir wissen so schon aus dem Umfeld seiner Krönung. Er hätte ebenmäßige Gesichtszüge gehabt, sagt der venezianische Gesandte zumindest. Aber der Kiefer sei sehr lang, so lang, dass er die Zähne nicht zusammenbekommen könnte, also einen starken Unterbiss, was dazu führt, dass er eigentlich immer nuschle und man ihn so schlecht verstehen könne. Aber er hätte schöne Beine. Und die sieht man in der Zeit wirklich, weil das Strumpfhosenmode ist in der Zeit. Ne? So, also das der venezianische Gesandte über unseren Protagonisten, der hineingeworfen wird auch in eine Welt mit einem Selbstverständnis, das besagt, ich bin der Kaiser. Und da kann es im Verständnis der Zeit nur einen geben. Cortés soll dem angeboten haben, er könne sich doch jetzt Kaiser von Mexiko nennen, jetzt wo man das so alles mal erobert hat. Ne? Denkt er überhaupt nicht dran, es gibt nur einen Kaiser und das ist der des Heiligen Römischen Reiches. Und der ist eben global verantwortlich. Und diese globale Verantwortlichkeit bringt er in diese erste Globalisierung mit ein. Er bekommt aus Amerika Ressourcen ohne Ende. Und das Erste, was sein Nachfolger Philipp II. Nach Karls Abdankung machen muss, ist den spanischen Staatsbankrott zu erklären. Also Kaiser sein ist ungeheuer teuer und überfordert eigentlich den Einzelnen. Aber dieser Versuch, das als Programm durchzuziehen, ist immerhin einer, den er unternommen hat. Und auch das ist zumindest mutig. Da werden wir Einblicke gewinnen.